Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade erst aufgestanden, wie man vielleicht erkennen kann. Hoppla, ich muss irgendwie das Handy anders halten. Ich weiß gar nicht, wie ich es halten soll im Querformat. Und ich nehme euch heute mit durch den Tag. Wir fahren nämlich nach Aubenhausen. Und ich darf da vielleicht ein Pferd reiten. Wir schauen uns noch die Ponys an und fahren zu meiner Tante. Es wird richtig schön und ich freue mich darauf. Und ich nehme euch mit und ich muss mich einmal schnell fertig machen, weil was ist das bitte? Jetzt werde ich mich einmal schnell fertig machen, Zähne putzen und schminken und anziehen und dann geht's los. Aber davor muss ich euch noch einmal schnell den Ausblick zeigen. Der wird immer schöner, weil jetzt dann bald alle Boote wieder im Wasser sind. Und es ist so idyllisch. Morgen. Auf der Kante. Bist du ready? So, ich sitze jetzt hier vor meinen Schminksachen. Ich muss unbedingt mal hier diese Box aufräumen. Das sieht irgendwie schon ein bisschen eklig aus mittlerweile. So, mein Gesicht ist jetzt ready. Ich habe mich fertig geschminkt. Und jetzt geht es mir noch an die Haare. Die mache ich noch auf. Da hatte ich nämlich über Nacht so Art Lockenmacher-Wickler drin. Und die sind so leicht wellig. Und das mache ich jetzt einmal schnell auf mit euch. Und dann mache ich mir noch einen Kaffee und dann geht's los. Und ich muss sie aber einmal noch davor kämmen. Wupp, ich habe die nicht gekämmt. Oh, immer wenn man Lippenstift oder sowas drauf hat und sich dann die Haare aufmacht oder der Wind geht, das ist immer Horror. Oh, ich muss einmal schnell einen Kamm holen. Das ist nichts. Ich bin bewaffnet. So. Das ist total praktisch. Und ich weiß, wenn ich. Genau, wie sich das nennt, ich glaube Overnight Waves oder so. Und da macht man sich das über Nacht rein. Und es sieht immer am nächsten Tag aus, als hätte man da vielleicht 5 Stunden gestanden und sich diese Locken so gemacht. Dabei war es überhaupt keine Arbeit. Ich meine, gut, ich meine, man könnte das bestimmt, wenn man da als Profis noch schöner machen. Aber für mich tut sich das total. Kommt noch bei Nagelklammern rein. Ich will nämlich nicht meine Haare die ganze Zeit im Gesicht haben. 1 und 2. Da sieht es immer ein bisschen aus wie eine Eule. Aber. Ich mag das irgendwie. So. Ready. Jetzt gibt es noch meinen Kaffee. Das sind so biologisch abbaubare Kapseln. Die sind total gut. Oder will ich das im Glas? Ich will ihn im Glas, meinen Kaffee. Ich stelle meinen Followern gerade was ein. Was stellen Sie da Schönes ein? Ja. Pretty. Ist das geschnitten worden? Könnt ihr mal auf Insta schauen, aber ich glaube, dass die meisten nicht von Insta hierher kommen. Ich bin die Mutti. Hallo, jetzt ist hier alles. Hallo? Was ist denn da gut? Der Eingang ist doch schon mal sehr schön. Wir sind da. Ich muss hier einbrechen. Tati! Ich guck sie mal an. Und die gute Frau ist 8 Jahre jünger. Ich weiß, man sieht es leider. Ja, warum heißt die Brodel? Ist jetzt die Brodel? Nein, das sagen wir nicht. Das weißt, das ist ja als Kindertagen und das ist einfach blind. Ist aber auch egal. Ich habe gerade mein Winkearm geschwirrt aufgelegt. Also schaut mal, die Röslein. Die extra für uns, die weil wir gekommen sind. Ausnahmsweise. Also, was gibt es denn da schon Vormittag? Ja tagtäglich, aber. Aber was? Tagtäglich? Nicht tagtäglich. Ach so. Um Gottes Willen. Du legst das die alle mal an, wie uns Alkohol damit das Leben ist. Alkohol. Die Lea trinkt sowieso nichts, oder? Du trinkst ja kein Alk. Die Lea trinkt kein Alk mit ihrer schönen Frisur. Die kriegten so und wir Bidi, oder?
wird schon gekocht hier ganz fleißig. Wir essen jetzt dann direkt Mittag. Wir haben jetzt noch nicht gefrühstückt. Bei uns gibt es dann jetzt hier Mittag und Frühstück in einem quasi. Ich habe schon mega Hunger. Und das sah aber gut ausschauen. Mit den Blümchen, das ist brutal. Ich bin ein bisschen überfordert. Was mache ich jetzt mit? Warum bist du nicht so Meerschwein-affin? Ich habe Angst, dass ich dem wehtue. Quatsch. Und jetzt bieselt es mich wahrscheinlich an. Nein. Dann gibt's nein, ich kann nicht zwei. Ich kann nicht zwei. Hallo, Schönste. Hallo, Sonja. Ja? Hallo. Wie lasst uns jetzt gerne mit dem Pony kommen? Das ist ganz klar. Warte eine Minute, dann kommt sie. Mausi, komm. Gehe ich auf den Weg oder gehe ich? Ist das herrlich, oder? Ich habe die Schabracken dabei. Das ist mein Pferdeleben, hä? Hallo! Also ich kenne mich ja in dem Stall jetzt nicht aus, aber ich verstehe jetzt dann hier schon mal eine Box. Hier ist schon mal der erste. Es sind insgesamt drei Ponys hier. Das ist die Box vom Quetschi. Das ist der Kleine, den zeigen wir euch auch gleich. Die haben so sehr einen schönen Ausblick nach vorne quasi. Die können die Großen zuschauen beim und da ist auch nochmal ein Panoramafenster. Da ist nämlich der, der 24 Stunden Heu kriegt. Der kriegt 24 Stunden Heu, der Quetschi. Darf der die Fliegenhaube ausziehen? Ja, bitte, alles. Oh nein. Der schaut so schön aus. Das ist wie ein Großpferd im Kleid quasi. Hallo, du Schöner. Oh, du Ponymann. Wir sehen dich ja dann gleich in Aktion. Ganz schmutzig, gell? Ups, kleiner Mann. Sag es einmal. Direkt gegenüber ist die Box von der Leslie. Schaut euch das mal an. Ui, die sind unterschiedlich. Kathi, die sind getrennt wegen am Essen, gell? Na, die Leslie vertraut sie nicht mit beiden. Ach so. Leider. Die Leslie geht immer auf die Luft. Und die Goldie ist so und der Quetschi ist so. Ja, darum auf jeden die Fall. Goldie und Quetschi nicht 24, Goldie konnte nicht 24 Stunden. Die haben miteinander die Koppelgang, gell? Die haben miteinander Koppelgang, aber die Goldie Stunden geht der Heuautomat auf und dann kriegt die ihre Ration, aber wenn die und der Quetschi hat immer Heu. Hat immer Heu, damit der ein bisschen sein. Ja, ja, weil sonst hatten die krank werden. Er wäre zu dünn und sie wäre zu dick. Wir zeigen gleich mal noch die Rippen und den Bauch und wir zeigen die Häutli, ich war ja noch gar nicht ganz da drin. Dann haben wir hier die Leslie, die ist in der blauen, in dem blauen Haus quasi. Oh Mann, Entschuldigung. Das ist der neueste Neuzugang quasi. Bei den Kindern. Und die sind so lieb miteinander, das ist Wahnsinn. Die Leslie kackert immer ins Haus. Die Leslie kackert ins Haus? Ja, was bist denn du für eine Leslie? Wieso kackerst du ins Haus? Das macht man draus. Und jetzt gehen wir noch halt, Kind. Die rast vor und wie kommt die Mutti da drüber? Dann müsste man noch einen zweiten Kameramann, der mich filmt, wie ich da. Und jetzt das Haus in Pink. Das ist von der Goldie. Warte mal, ich muss zurückgehen, wie nett das ist. Ich filme mal wieder beim Fenster rein. Die Goldie. Die Goldie. Also zwei Mädchen und ein Junge quasi. Und die ist ein bisschen kugelig, deswegen ist die ein bisschen getrennt, damit die halt nicht zu dick wird. Es schaut jetzt gar nicht so kugelig aus, aber die ist schon wirklich ein bisschen kugelig. Und jetzt? Machen die Kinder mal die Ponys fertig und dann reiten wir. Also nicht ich, die Kinder reiten. Du reitest nachher. Ich reite nachher. Ein größeres Pony. Und jetzt gehen wir noch in die Sattelkammer. Oh, die kleinen Sättel. Und die kleinen, hier die Glocken. Zeigen wir mal zu essen. Was machst du? Hast du Hunger? Wir haben doch gerade. Ich wollte mal so ein bisschen schauen, was hier so los ist. Ah! Schau mal die kleinen Gamaschen da. Ja, süß. Aber meine Güte, mein! Mama, wie lass die Kuchen, wenn ich bei ihr Kuchen. Und der kleine Sati. Schau mal. Oh ja. Das ist ein echter. Sehr süß. Aha, toll. Schön ist das hier. Wahnsinn. In dem Sommer sind dann die Bäume. Die machen Schatten, dann sind Schattenbäume.
Fellwechsel, da hat der schon auch ganz schön aufgenommen jetzt wieder. Ja. Das ist die Gamaschen schon mal. So, jetzt wird gesattelt. So. Sattel, Sattel, jetzt kommt noch der Gurt dran, die kleinen Steigbügel. So süß. Für uns. Wegen mir muss ich mal meine Mama das wundermal sehen. Schau, mein lieber Schatz. So, der wird schon selber gemacht. Ja, der muss ja. Geht's? Ja? Super. Und hier wird auch gerade der Sattel befestigt. Ja. Leslie, du gefällst mir. Ich find's schön so. Nein. 2, 3. Ja. Was hast du? Du hast gar nicht losgesagt. Hast du sie gescheit? Hä, wo ist das? Ist zu kurz. Ist das zu kurz? Ja, viel. So? Hier ist so kurz. Der ist besser. Der kleine Mensch auf dem großen Pferd. Das ist einfach so süß. Da zieht die Karawane dahin. Jetzt gehen wir erstmal aufwärmen. Auf der Galoppbahn. Ich habe sie verloren. Wartet auf mich. Schaut mal den Luxus hier an. Das ist eine bessere Qualität wie auf 99% aller Sandplätze. Das ist die Galoppbahn. Wie geil ist das denn? Die geht hier um das ganze Karree rum. Ah, es ist schon herrlich hier. Hat man nur die Frage, geht man vielleicht auf den Sandplatz? Warte, sie zeigen euch. Hopp! Geht man auf den Sandplatz? Oder geht man doch da runter? Was macht man nur? Kann man sich überlegen. Hoppala. Verrissen. Los, Leslie. Schneller. Einfach? Ja, also rumschauen. Oh. Hey, komm mal her. Ah! Oh Gott, das ist süß. Ich kann nicht schneller klettern. Und nein! Nein! Das ist vernichtet! Danke, aber wenn der. Du will da immer gehen. Aber wenn der sich verhackelt und dann Panik kriegt. Auf die einfach ist. Hm? Mhm. Oh, Hände auf! Jetzt haben wir die Räume. Schön, jetzt haben wir die. Jetzt reite ich gleich den Mr. X. Die Lea reitet jetzt gleich. Jetzt geht's los. Die muss sich schon einstimmen. Die muss noch auf die Toilette bestimmt, ganz dringend. Jetzt wird's ernst, jetzt geht's los. Die Lea darf jetzt reiten. Den Mr. X darf ich reiten. Den Mr. X, genau. Und die Lea, glaube ich, der geht schon das Stiftchen. Ich weiß es nicht. Ja. Die Tante ist urzogen wie im Winter. Das weiß ich ja nicht.
wie schön. Ja. Noch steht der kleine Mann eben in der Eingliederungsbox, aber bald darf er dann auch in die Herde. Und wir haben ihn dann erstmal geholt. Es ist total schön, dass es jetzt auch in Aubenhausen den Offenstall gibt. Vor allen Dingen auch eben für die Rentner oder ja, die ganz jungen Pferde. Welche Pferde genau drin stehen, weiß ich nicht. Und jetzt holen wir ihn erstmal und putzen ihn. Hallo Mr. X, du bist ja ein Süßerle. Mal schau mal, das kleine Kopf. Der ist ja kleiner wie der, also der Kopf ist kleiner wie der Imki, ganz zart. Ja, solange die noch nicht eingliedert sind, muss man immer. Ja, die verlangen immer schön. Muss man immer schauen. Ist der größer wie der Kuh? Der Widerriss ist höher. Der Widerriss ist ein bisschen höher. Ich glaube, wir ich glaube schon. Aber du musst das hier auch drunter nicht machen. Okay. Oh. Mei. Das zeig's jetzt mal herli. Hoppala. Ja, sag einmal. Ich zäume heute zum ersten Mal ein Pferd. Tut mir leid, du Kleiner. Okay. Wo ist die? Ah, da ist aber noch alles da. Da sind ja alle Zähne drin. Und so brav, wie du die zeigst. Da haben wir aber einen leichten Überbiss. Habt ihr jetzt nochmal gegurtet? Ich brauche jetzt hier nicht gurten. Ja, da ein bisschen musst du schon nochmal gurten. Du kannst flöckst ja in alle Richtungen. Ich glaube, der ist eng, oder? Ja, sonst kannst du erstmal aufsteigen, dann machen wir nochmal ein Loch. Hab ich ja noch angerissen. Aber machst du die Wiese? Hey! Was ist da? Hier ist sie! Eieiei. Mal. Ja, weil du den Schwung nicht gewohnt bist. Ja, aber das ist natürlich jetzt schon wow. Was besonders Gutes. Ja. Das sieht man aber schon. Aber schau dich mager. Sehr schön. Das ist die Tasche, die da steht.
Aber das ist alles, was er macht. Er hat einfach nur das an. Taschenalarm! Sehr schön. Das gefällt ihm schon so ganz gut mit deiner weichen Hand so vorne. Gut. Dann probier mal Galopp. Da schwingt es weg. Es ist einfach jedes Mal wieder krass, wenn man so ein qualitativ hochwertiges Pferd reiten darf, das so viel Gang und so viel Schwung hat. Und ich habe echt teilweise viel zu wenig Körperspannung und kann dadurch dann auch schlecht sitzen. Also da müsste ich echt viel mehr an mir arbeiten. Aber da merkt man mal, was es heißt, wenn man wirklich so ein Pferd reitet und davon dann mal 5 oder 6 am Tag, wie es einfach Profibereiter machen. Das ist echt Wahnsinn. Und das kann man halt überhaupt nicht mit unseren Spaniern vergleichen. Die haben ja viel weniger Gang und auch viel weniger Schwung. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber unsere jetzt in dem Fall nicht. Und dann ist das so ein krasser Kontrast zu so einem Pferd. Aber es hat super viel Spaß gemacht und es war eine mega gute Übung und ich bin da auch total dankbar dafür. Man kann aber auch jetzt von außen sehen und ich konnte es auch von oben fühlen, dass es noch nicht so ganz rund war bei uns. Aber das dauert natürlich auch mal ein paar Einheiten, bis man sich zusammenfindet. Super. Die Schulter, die siehst von jeder Runden zu Runden, siehst das mehr. Nee. Aber wenn das die sehen auf meinem Profil, dann denkst du, was macht dann wieder der Wernl? Aber was macht denn der Wernl, der Sack? Okay, gehen wir mal an die lange Seite. Ja. Erstmal anhalten. Das war gut. Das kann man nehmen. Das war aber nicht die Lea, sondern der Bench. Die Lea war der Beifahrer. Auch noch reiten. Da ist die Tante drauf. Was ist die Tante? Ach so. Ja, es geht um die Lee im ersten Moment. Das ist die Tante. Aber oh, die Tante ist schon verwirrt. Ich bin auch aufgeregt. Bei mir geht's jetzt. Das ist immer so das erste. Gut, dass ich da nicht komme, weil der Gerät. Der Gerät. Obelix, Mann. Ja, zum Reiten zieh mal dein enges Shirt an. Über das Pferd da drüber an.
Hoppala, ich habe den Kopf gar nicht mehr drauf, nachdem er den so hoch nimmt. Das ist nur das Halfteil. Da auf die Wäscheleine praktisch. Möchtest du was sagen? Nein, es war total schön. Ich muss sie wieder zumachen. Zipfi, echt, geh halt weg. Jetzt haben wir, wo sind die Fliegenhaube? Ui, jetzt gibt's noch Essen. So, es war super schön. Es hat total viel Spaß gemacht. Er hat jetzt sein Essen verdient und er steht momentan noch ein bisschen abgetrennt. Aber er darf dann in den Offenstall mit rein. Und ich finde es super schön, dass es auch in Aubenhausen eben den Offenstall gibt. Und die Pferde hier so ein tolles Leben haben. Mega schön. Die Pferde, die können dann da über den kleinen Weg auf die Koppel noch. Das ist schon wirklich herrlich. So, wir sind. Oh, da geht's rein, da geht's rein. Oh! Beifahrer sein ist anstrengend, wenn die Mauer fährt. So, wir fahren wieder zurück. Es ist jetzt 19 Uhr und es war super schön heute, aber auch anstrengend. Es wackelt, tut mir total leid. Und ich bin auch froh, dass ich das Pferd reiten durfte. Es war eine super schöne Erfahrung und ich hoffe, ich kann ihn in Zukunft auch noch ein paar Mal öfter reiten. Wir fahren jetzt noch schnell zu unseren Pferden an den Stall. Die müssen nämlich die Fliegenmasken ausziehen und ich denke mal, dass wir die Fliegenmasken noch einmal schnell sauber machen müssen. Wenn die sich nämlich immer so im Matsch wälzen, dann sind die meistens ziemlich schlammig. Das machen wir jetzt noch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und willst du noch was sagen? Mein Arm ist im Weg. Tschüss!